Alles klar, ich war letzte Woche mit zwei coolen Freunden im Pure Surf Camp im Mollier. Und bevor es losgeht, stelle ich uns erstmal vor. Also spulen wir zurück. Fangen wir an mit Khan, aka Chang Kang Films. Ihr kennt ihn vielleicht als sexy Motherfucker vom Strand oder Handsome Kellner. Er spielt oft in meinen Videos mit, ist aber auch ein guter Kameramann, witziger Typ, Ultra-Foodie und ein starker Tänzer. Machen wir weiter mit Hui. Das ist Hui. Hallo. Den lernt ihr gleich noch ein bisschen mehr kennen. Und dann bin da auch noch ich. Ich denk mal, da ihr gerade auf meinem Kanal seid und mein Video seht, brauche ich gar nicht so viel zu mir zu sagen. Ihr lernt mich sowieso noch mehr kennen. Also, fangen wir an. Und zwar mit unserem bescheidenen Zuhause im Surfcamp. Das hier ist unser sogenanntes Mobile Home und hier werden wir die nächsten 7 Tage übernachten. Da schlafe ich. Haben hier auf jeden Fall eine sehr nice Toilet. Bam, Toilet. Bam, Dusche. Und hier schläft der Kahn. Ja. Guckst du gerade Julian Bam Videos an, oder was? Die Pool-Reaction. 6:30 Uhr, yeah! 6 Uhr morgens ist einfach die perfekte Zeit zum Surfen, Leute. Surfen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, Leute. Aber es ist damn anstrengend einfach. Kleiner Zwischenreport, Leute. Wir haben die GoPro im Wasser verloren. Bam! Hier kann man normalerweise auch andere Sachen machen außer Surfen. Wie zum Beispiel Fitness, Bouldern, Skaten, Tischtennis, Chillen, Volleyball. Bau, hör auf zu stalken. Ups, und das hier. Wo fahren wir hin? Surfen! Nein, Spaß. Es ging auf einen Trip nach San Sebastian. Hey! Ich habe gerade keinen Plan, wo wir hingehen. Zu irgendeinem Treffpunkt. Und danach haben wir Free Time! Oh shit! Oh shit! Yeah! Natürlich brauchen wir erstmal was zu trinken. Das ist ja ganz wichtig, ne? Yeah, Supermärkte, ultra interesting, filmen wir alles mit, yeah! Tauben, Alter, diese hässlichen Dinger sind überall in der Stadt. Wisst ihr, was natürlich nicht fehlen darf, wenn wir in Spanien sind? Tapas! Spanische Mucke. Spanische Mucke. Wir haben jetzt gerade schon mega viel gegessen, wir waren 2 Tapas-Bars, haben 3 Sangria getrunken. Jetzt müssen wir auch ein bisschen Sport machen, um das wieder abzubauen. Deswegen gehen wir in die Sportbar! Das könnte hier auch einfach so King's Landing sein oder so, oder? Sieht ein bisschen, hat so ein bisschen Game of Thrones Vibes. Der ist voll dabei, Alter. Filmt alles mit, was geht. Ich habe einen Stalker hinter mir. Friends, check mal diesen Beach ab. Damn. Der ist ja hella dope. Das ist der Dude, der uns alles möglich macht. Team. I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record.
a price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I woke in a bar today. Got lost in the ballinades. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they doubt it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eigentlich müsste ich so richtig deepen Shit erzählen, aber ich bin einfach zu dumm dafür. Ich glaube, ich zeige euch lieber, was für eine geile Stimmung immer im Camp herrschte. Mal, wir konnten unser Erlebnis für euch gut einfangen. Irgendwelche Vorschläge für ein Abo-Special? Ich setze mich jetzt die nächsten paar Wochen dran. Aber wir sehen uns wahrscheinlich wieder nächstes Wochenende. Bis dann! Faceplant!